Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wünsch dir was Box von TZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wünsch dir was von TZ. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl. Es ist das zweite Album von TZ. Wir haben hier eine ziemlich große Box in Schwarz und Weiß. Also rein so von der Boxgestaltung, vom Boxcover ist das schon ziemlich heftig. Zumindest für meine Augen. Wir haben hier einen schwarzen Boden und auch eine schwarze Wand, die komplett übersät sind mit weißen Sprenkeln, also mit weißen Punkten. Und in diesem Farbmix sitzt dann hier auch noch ein Hund. Und zwar nicht irgendein Hund, sondern passenderweise genau im Kontrast zu dieser Wand, zu diesem Boden. Denn die Wand und der Boden, wir haben hier schwarzen Untergrund und weiße Flecken drauf. Und der Hund ist genau das Gegenteil. Weißes Fell mit schwarzen Flecken drauf. Ein Dalmatiner. Auf der Seite zieht sich diese Optik hier komplett durch. Also auf allen vier Seiten. Das klappert auch schon. Und auf der Rückseite ebenso. Das Einzige, was sich hier hervortut, ist oben rechts ein Barcode. Ansonsten diese Optik hier wirklich überall zu sehen. Dann schauen wir mal hinein. So, wir kommen zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einen Turnbeutel mit dabei. Das Album an sich. Die Instrumentals zum Album. Das Wünsch dir was Songbook, sowie auch eine Vinyl, eine 7-Inch Vinyl. Jawohl. So, von innen ist die Box in schwarz gehalten und wir sehen auch hier auf der Seite hat sich das Ganze hier von der Optik durchgezogen. Die Box klappt mir wieder zusammen und starten wir immer mit dem Album an sich, der Rest kommt dabei noch zur Seite. So, also hier haben wir das Album, kommt hier in einem regulären Jewel Case. Es ist sehr ähnlich wie das Cover der Box, allerdings haben wir hier den Hund dann in einer etwas anderen Position und in dieser Szenerie hat sich dann auch noch der Interpret dazugesetzt, TZ, hier auch mit einem passenden Hemd und einem passenden Stuhl. Der Balken hier auf der Seite ist in Türkis. TZ wünscht dir was, lesen wir hier. Ebenso auf der Seite. Hier haben wir dann auch noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. So, was haben wir hier? Wir haben hier insgesamt 14 Tracks mit dabei. Features sind von Crow, nochmals von Crow und dann von Mark Wolfskin. Dann haben wir hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Und wie sollte es anders sein? Auch dieses natürlich hier in dieser schwarz-weiß Optik. So, wir haben hier einmal die Lyrics. Sehr schön. Dann haben wir ein Foto von TZ. Das Cover jetzt doch überraschend, also das Cover, sorry. Das Booklet jetzt überraschenderweise farbenfroh. Hier so in Türkis gehalten. Und wir haben hier scheinbar echt jeden Text einzeln abgedruckt mit den Lyrics. Das freut mich sehr. Hier kann man dann die einzelnen Texte mitrappen oder nachlesen. So sieht das aus. Also ihr seht schon, das Booklet hier sehr schön in so Pastelltönen. Blau, Türkis, Rosa. Und dann haben wir natürlich auch die gesamten Lyrics mit dabei. Gut, zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Über zwei Seiten und natürlich wieder schwarz-weiße Fläche zum Abschluss. Die CD ist in Türkis mit schwarzer Schrift. Hier lesen wir auch wieder TZ und Wünsch dir was.
Und hier wieder schwarz-weiß. So, wir haben zum Album zugehörig dann auch noch die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. Hier haben wir wieder den Dalmatiner. Und was wir hier spannenderweise sehen, dass dieser zwei verschiedene Augen hat. Eines so ganz, ganz hellblau. Und das zweite hier, das linke, ist mehr so bräunlich. Wünscht dir was Instrumentals. Und hier haben wir dann auch noch 14 Stück mit drauf. Also 14 Tracks ergeben hier 14 Instrumentals. Die CD ist auch wieder in Türkis und Schwarz gehalten, so wie auch schon die Album-CD. Wie gesagt, kommt hier in einer Papphülle. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Turnbeutel. Der hier noch etwas zusammenhängt. So. Es ist ein schwarzer Turnbeutel mit so einem geflockten Schriftzug. Hier lesen wir auch wieder Teasy und das ist nicht einfach nur aufgedruckt, sondern wir haben hier tatsächlich so einen Schriftzug, der wie so ein Fell, wie so eine eigene Schicht hier aussieht. Und auch der Turnbeutel an sich ist etwas spezieller, denn die meisten Turnbeutel sind ja dann doch eher dünner und einfach so aus Baumwolle. Gut möglich, dass dieser auch aus Baumwolle ist, aber rein so, der Stoff ist dann schon etwas dicker. Also es fühlt sich echt an wie so ein, ja, wie so ein Stoff von einem Hoodie, etwas dicker, etwas hochwertiger und auch angenehmer als die regulären Turnbeutel, als die regulären Gymbags, die man so vorfindet. Unten links und unten rechts dann hier so ein Dreieck noch vernäht, so ein Stoffdreieck. Mit einer Metallöse, dass hier entsprechend der Stoff hier dieses Seil, diese beiden Träger hält. Auf der Innenseite in Schwarz. Und natürlich sind die Träger auch wieder hier so in Schwarz und Weiß. Und von innen auch in Schwarz. Und wir haben dann hier noch einmal ein Etikett. Teasy lesen wir hier. WDW. Jetzt würde ich mich noch interessieren, ob wir vielleicht doch irgendwo einen Zettel vorfinden, aber sieht nicht so aus. Also wir haben hier wirklich nur dieses Etikett und sonst keinerlei Info, was für ein Material das ist oder wo dieser Turnbeutel hergestellt wurde. Grüße gehen raus, unbekannterweise. So, dann packen wir den mal zur Seite. Kommen zum nächsten Inhalt, der ist auch wieder musikalisch und zwar haben wir hier noch eine Vinyl. Also zusätzlich zur Album-CD und zur Instrumental-CD haben wir noch hier eine 7-Inch-Vinyl. Jackpot TZ Crow. So sieht das aus. Also eine Single-Vinyl mit zwei Tracks drauf. Einmal A, auf der A-Seite eben der Jackpot und auf der B-Seite die Elisabeth. So, die beteiligt noch hier wieder drauf. Barcode ist keiner drauf, klar. Dieser Vinyl, dieses 7-Inch gibt es auch tatsächlich nur in dieser Box. Also die kann man sonst nicht kaufen, einzeln. Kommt dann hier in einer weißen Hülle. Und die Vinyl ist dann in Schwarz gehalten. Das ist die A-Seite mit dem Track Checkboard mit dem Crow-Feature. Und auf der Rückseite dann noch Elisabeth. Jawohl. So, dann packen wir das wieder zusammen. Die Vinyl, schauen wir mal kurz, ob da noch was drin ist, aber ich glaube, nein, ist hier nichts weiter. Und als letzten Boxinhalt, wenn wir die Vinyl wieder verstaut haben, haben wir dann hier noch so einen Spiralblock. Ein Wünsch dir was Songbook. Okay, habe ich um ehrlich zu sein auch noch nie in einer Box gesehen, so einen Spiralbinder, so ein Songbook. Hier hinten haben wir wieder die Infos, TZ, Chimperator und so weiter. Und jetzt, als erstes haben wir einmal ein Inhaltsverzeichnis. Oha, Respekt, okay. Also wir haben hier nicht nur ein reguläres Songbook mit den Lyrics, denn die hatten wir ja auch schon im Booklet mit drin. Nein, wir haben hier tatsächlich auch noch die Noten. Also, hier einerseits, man kann sehen, die Worte, also die Lyrics, aber natürlich auch die Noten zu den einzelnen Liedern.
Bedeutet, man kann die dann mit einem Instrument nachspielen. Und wir haben hier, es ist echt dick, wir haben hier tatsächlich für jeden Song diverse Seiten hier randvoll mit Noten und jedem Wort abgedruckt. Also gerade wenn man irgendwie selbst Musik macht und für diese Songs etwas übrig hat, dann kann man sich hier selbst versuchen. Nicht schlecht. Also das alles hier an Noten und Texten endet dann hier wieder mit einer türkisen Seite. Und das war's zu diesem Songbook. Jawohl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Songbook mit den ganzen Noten und den Texten zu den Albumtracks. Dann haben wir hier diese Bonus-Vinyl, diese 7-Inch-Vinyl mit den zwei Tracks drauf, Jackpot und Elisabeth. Dann den Turnbeutel hier in Schwarz und Weiß. Die Instrumentals zum Album Wünsch dir was in der Papphülle. So wie natürlich auch das Album Wünsch dir was im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Wünsch dir was von Teezy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Teezy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.